So, wir haben jetzt einen Jagdpanzer, die Stück 3. Ursprünglich als Sturmpanzer entwickelt worden. Ist aber dann ab Ausführung F zum Jagdpanzer umgewandelt worden. Es sind sehr viele Einheiten gebaut worden, knapp 10.000, also 9.365. Und dann hat es noch einmal als Sturmhaubitze 1211 gegeben, also als Sturmhaubitze 42. Er hat 350 Trefferpunkte, 440 PS, bringt 40 Stundenkilometer. Savannah-Panzerung ist 80-30-30. Also ist schon ordentlich. Hat die Klasse. Und Standard-Granateschade 101 bis 169 und die Durchschlagskraft 113 bis 188 bei einer Feuergeschwindigkeit von 13,33 Schüssen in Minute. Er hat Sichtweite von 310 Meter und eine Funkreichweite von 415 Meter. Er ist also auch Stück 3, auch wie der Name sieht, auf der Wand vom Panzer 3 und der Deutsche gebaut war er dann. Er hat vorne die sogenannte Saukopfblende. Das ist also das genannt worden, weil es eben Saukopf ähnlich sieht. Also vorne, das wo dann das Rohr rausguckt. Das Stück, wo man das sieht. So von der Seite wie Saukopf. Vorne die Schnauze, die Schnüffel. Verwundbare Stellen. Okay, die Turmluge ist zwar von unten gesehen nicht so arg hoch, kann aber auch getroffen werden. Dann hat er keine Nahkampfbewaffnung, also keine MG drin. Aber die rechte Seite von uns aus gesehen, der Seeschlitz, da kann man drauf halten. Und bei dem sieht man jetzt beispielsweise links die drei Röhrlin, das sind Nebelwerfer zum Einnebeln. Und rechts genauso, also links und rechts jeweils drei Nebelwerfer hat er eingebaut. Ersatzlaufräder sind hinten drauf gepackt. Schutz bietet sie in dem Sinn an, dass sich keiner höchstens, wenn jemand hinter drauf schießen will auf die Dinger, aber da hat er genau andere Anmöglichkeiten, ausgerechnet dort drauf zu schießen. Ja, das ist halt praktischerweise nicht drauf gemacht worden. Das ist an sich Tarnung, wo man am meisten verwendet worden ist. Also wenn ich Farbaufnahme gesehen habe, ist meistens die Tarnung verwendet worden bei den deutschen Fahrzeugen. Also grün, braun, beige und dann gepüngelt, gesprengelt. Paketemäßig sind es im Gesamten drei, wobei nur eins gebraucht wird, um auf den nächsten Sechsack zu kommen. Das ist dann Jagdpanzer 4. Alle auf der Wanne vom Panzer 4 gebaut dann. Jagdpanzerausführung. Er hat im Standardpaket S7,5 cm Kampfhagelkanonen, 40 L340 mit 15,38 Schüsse in der Minute, Durchschlagkraft 103, 139, 38 und Schaden von 110, 110, 175. Im nächsten Paket hat er dann die 39 L48, 110, 148, 38, 15,38 Schüsse in der Minute und 110, 110, 175. Also, dann hat er wieder die übliche Auswahl als Artilleriegeschütz, aber wie immer halt große Schade und geringe Durchschlagskraft relativ. Also ist damit interessant an sich. Und dann im Zusatzpaket oben hat er dann die 7,5 cm Pack 240 L70 mit 13,33 Schüsse in der Minute. Durchschlagskraft 150, 194, 38 und Schade 135, 135, 175. Ja. Sollen wir kurz gucken, ob ich noch Ersatzteilkiste dabei habe? Auch noch nicht. Ich habe zwischenzeitlich normalerweise alle ausgerüstet mit der Ersatzteilkiste. Die machen wir da natürlich jetzt auch noch neu. Und zwar die gleiche, zwar große genug, aber für die 5er mache ich die kleine neu. So, dann gucken wir mal. Ich denke mal, er erwartet sehr.
Die Panzer habe ich halt, weil ich sie nicht mehr lange mitgefahren habe, halt noch keine Spezialisierung für die Mannschaft gehabt, weil es ja erst später gekommen ist. Darum sind halt die meisten meiner Panzer noch gar nicht spezialisiert, weil ich sie halt zur Zeit nicht mehr gefahren habe, seit ich die nächste höhere freigeschaltet habe, jeweils. Oh, das ist eine von meinen Lieblingskarten, White Park, im Standardgefecht. Die gibt es ja zwischenzeitlich auch schon in der, im Begegnungsgefecht, wo dann genau auf der Bandlinie die Flagge sitzt. Man quasi gezwungen ist, wenn von beider Seite auch noch drauf steht, dass man über Fäden den Weg schießt. Wenn man durch die Flaggeroberung gewinnen will. So, wir haben die nördliche Seite. Sind ein passiver Tier drin. Sechser und okay, ein großer Teil sind Fünfer. Da gucken wir mal. Ich suche mal immer da drüben die Stelle als raus. Neben dem hohen Haus da. Das ist, wie gesagt, wenn es von der rechten Seite nicht beschossen werden kann. Ich könnte da hinten bei der Heißer drin stehen bleiben, aber ich schieße halt gern dann darüber und versuche die linke Seite drüber freizuhalten. Allerdings, ist nur jetzt nicht grad, wenn die jetzt da hier kommen. Na okay, das sind jetzt ein paar Wunderfahrer. So, ich muss jetzt mal kurz meiner Frau was zu trinken einschenken. So. Da hat man Blech. Wenn du Beschüsse. Ja, die ist aber ziemlich weit vorne her. Wenn man da auch nicht über den Damm fährt und dann weg. Schon mal da drüber rechts gesehen, ist so ziemlich dicht. Die gegnerische Art ist ja schon weg, habe ich noch gar nichts gehört. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, da war ein bisschen zuvor witzig. Ja, aber auch vorisch, ne? Da wird man dann ziemlich schnell wegschossen. Das lief bis jetzt gut. Oh, die sind so dritter hier, das ist ziemlich stabil. Müsste ich schon versuchen, dass man eventuell auch die Kobolette ist. Decken voll durch ihre Panzerung. Fahrzeug zerstört. Naja, da war zu schnell weg. Da habe ich mich zwar überschätzt. Ah, der hat schon aufgeholt. Wird Zeit, dass die da rüberkommen. Es war zwar die AD schlecht. Ja, genau so habe ich die Woche gesehen gehabt. War der letzte von unserem Team. Und 6 Gegner. Sogar, es war sogar auf White Park. Ist da von unserem eigenen Basislager Nivakor zum Gegner. Obwohl der letzte war.
Und hat es noch geschafft, den Artidek zu schießen. Aber dann hat es ihn halt erwischt, klar. Aber ein flotter Schlappe, ich leg mich noch ganz schön rund vor, bis er die Artikel grün hat und dann abgehört. Ja, sind sogar noch uns im Vorsprung. Aber die Basis ist gleich erobert. Jawohl, Basiseroberung. Kann man beim Unentschieden schon machen, so scheiß sicher. Na, fand sich der Toast wieder dabei, haben wir da 20.000 extra gekriegt. Ein Handfeuerlöscher. Okay. 12. Platz. Aber Schelke hat wieder gekriegt.